Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei Let's Play Jurassic World. Wir sind wieder am Stisselstart und können hier wieder ein Team losschicken. Nein, wir können wieder etwas extrahieren. Das ist natürlich immer nice. Aber wir können auch ein Team losschicken. Standort erschöpft. Was brauche ich denn noch? Ja, unser Ceratosaurus sollte jetzt fertig sein. Wo ist der hier eigentlich? Oh. Ah, bleib du mal in deinem Gehege, mein Freund. Ah, dreh du mal um. Ich sehe gerade, er möchte ein bisschen Wald haben. Er soll ja nicht in den Gehege bleiben, aber erstmal. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn bei den Ceratosauriern reinlassen möchte. Oha. So, wir müssen jetzt schnell sein, denn dieser Ceratosaurus sollte höchst aggressiv sein, laut den Genen, die wir benutzt haben. Ja, wir haben zweimal das Schlangengen benutzt. Das heißt, ein hochaggressiver Räuber. Der für den Kampf erschaffen wurde. Ja, guck mal, er geht gleich. Ich hoffe, der geht jetzt nicht gleich auf Angriffsmodus. Oh, fuck. Jetzt flieg doch! Oh, oh. Du Scheißvieh, lass das! Er ist sehr aggressiv. Das heißt, wir haben gute Chancen, dass er kämpfen wird. Tja, wir haben keinen Struti-Struti-Mutisaurier mehr, ne? Ja, das ist hier so ein bisschen semi-optimal. Das heißt, du bleibst erstmal hier, mein Lieber. Ja, dich werde ich nicht da drüben hinschicken. Ja, das ist jetzt semi-optimal, dass hier. Naja. So, und der nächste kleine Räuber. Schöner, aber tödlicher Besucher des Bewohner des Jurassic Parks. So wie die meisten heutigen Fleischfresser. Guck, wie süß er guckt. Dieses hinterlistige Vieh, ne? Ich meine, in dem Gehege würde er nicht viel anrichten können. Hoffe ich mal. Er wird bloß selber sterben können, wenn er sich mit einem Triceratops oder so anlegt. Alter! Der hat den Struti einfach gekillt. Okay, meine Ausbrütstation hier ist vielleicht ein bisschen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Suboptimal. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Vielleicht sollte ich das doch hier reinpflanzen. Hm.
Was habe ich hier jetzt eigentlich noch drinne? Zwei Trikes. Alles klar. Wie viel Bauplatz habe ich hier eigentlich noch? Ach Quatsch, kein Tor. Ich möchte... Eigentlich eine Menge, ne? Produkttransport wird durchgeführt. So, okay. Bestätige Produktzustellung. Zack, zack, zack. Erweitern wir das Gehege etwas. Wo kann ich jetzt... Mehr bauen kann ich auf dieser Insel, glaube ich, nicht, ne? Hier hinten ist Schluss. Ja, hier hinten ist Schluss. Hier am Strand wäre doch ein Gehege cool. Könnte jetzt interessant werden. Da ist er. Oh oh. Eintreffen der Tropensturm. Öffnet die Schutzräume. Habe ich nur den einen? Fu, 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 fu. Der ist gleich fertig, der Schutzraum. Oh, er hat einen Kampf begonnen. Du machst das Ding fertig. Okay, da ist ein Dino gestorben. LOL! LOL. Ich müsste da jetzt... Da komme ich nicht hin so schnell. Das Eingreifen bringt nichts. Das heißt, einer von den beiden wird mir diese Aufgabe erfüllen. Alarm ausgelöst, okay. So, hier lassen wir mal den Ankylo frei in der Zeit. Sieht aus, als würde der Sturm aufhören. Soundeffekt. Wo?
Mann, fuck! Füge Aufgabe hinzu. Ah, die können hier oben nicht weg. Das ist schon mal zum Vorteil, ne? Das Gehege ist eigentlich ganz gut gebaut. Die haken sich hier nämlich fest. So, okay, dann machen wir mal hier nochmal Anfrage zur Produktabholung erhalten. Den Abtransport schnell. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ja, und derzeit mache ich mal den Alarm schnell aus. So. Halt. So, jetzt will ich erstmal den Helikopter fliegen. Oh, das könnte heißen, wir müssen da oben eventuell... Produkt wird transportiert. Transportiere Produkt. Wo ist der andere? Oh, fuck! Nein! Er frisst jemanden! Die kommen da doch rum. Junge, jetzt dreh! Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Oh Mann! Spinn's wohl, du Mistvieh. Ach komm, das waren... Einer davon muss doch getroffen haben. Ah, wo ist er? Alter, ich bin so schlecht, ne? Alter! Der fällt gleich um. So, Transportteam, zack. Produkt muss eingesammelt werden. Ist der Zaun wieder... Der Zaun ist ja immer noch nicht repaired. Hier, Ranger Team 1. Ach, die Maus schon wieder. Das heißt, ich baue hier oben jetzt auch noch so einen scheiß Schutzbunker hin. Ja, und rein theoretisch.
So, jetzt brauche ich Strom. Alter Falter. Muss der jetzt halt mal im Gehege stehen, ne? Da ist er immer noch kaputt! Kümmere mich um Reparatur. Die ist aber schon wieder ausgebrochen. Mann, jetzt muss ich erst... Rein da! Oh, die sind... Alter! Die gehen mir gerade beide tierisch. Nein! Auf den Sack. Puh! Alter, der ist schon wieder da vorne. Der andere. So, ganz ehrlich. Ich mache jetzt mal kurz den hier. Zäune ersetzen. Zu nah am Dinosaurier. So. Zack. Produkt wird eingesammelt. Was ist das jetzt schon wieder? LOL! Alter! Jetzt geht's hier los. Wann bist du denn ausgebrochen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, 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 oh. Alter. Das ist ganz schlecht für unseren Park gerade. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Da hinten. Oh. Aufgabe hinzufügen. What the fuck, Alter? Wir brauchen unbedingt mehr Strom. Produktzustellung.
Das Ding ist, ich habe auch kein Geld, ne? Scheiße! Weiß ich, wo du hinfliegst, flieg dahin. Das Ding ist auch beschädigt, Alter. Anfrage erhalten. Reagiere. Boah. Wie, ich bin zahlungsunfähig. Wow. Ah, Schutzräume können wieder schließen. Alter. What the fuck? Ach, das Ding. Oha, wir gehen dick ins Minus. Aber wir sollten ja gleich wieder Geld reinfließen. Also Geld sollte gleich wieder kommen. Hoffe ich mal. Meine Fresse. Minus 98.000. What? Boah, gerade so ein Plus. Alter. Klagen wegen Gästeverletzung. Oha. Das ist nicht so toll. Komm schon, du musst jetzt dringend zurückkommen. Moment, was war das da oben eben? Ach, Fossilien. Wir haben keinen Strom auf dieser Insel. Das Ding hat keinen Strom. Und wieder minus 56.000. Alter. Produkttransport beendet. Wir haben die Insel verkackt. Wieso hat das Ding jetzt keinen Strom? Alter. Krieg ich überhaupt noch Geld rein? Das sind entweder Tyrannosaurus frei. Dino-Kämpfe. Ja, die beiden da oben wollen nicht kämpfen. Verdammt, Alter, wir sind am Arsch. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte jetzt einfach auf die andere Insel gehen, ne? Beobachtungsplattform. Oh, jetzt spinnt die Maus auch schon wieder. So. Ich hab gar nicht mitge... Wo ist das Vieh? Da. Du Scheißvieh, Alter.
Das ist nur durch den Sturm kaputt gegangen wahrscheinlich, ne? Hoffe ich mal. Pass auf, wir machen das hier erstmal weg. So. Alter. Das ist ja... Hat das Fossilienzentrum denn jetzt schon wieder Strom? Ist meine Frage. Nein. Oh, was muss ich denn noch verkaufen? Ja, wieder was anderes, wenn die Dinger bloß ein Kraftwerk brauchen. Aber nicht die Karte. Ach, boah. Immer noch nicht. Ey, komm, ich habe die Hälfte vom Park verkauft jetzt. Wie sieht es jetzt mit den Einnahmen aus? Jetzt sind wir wieder flüssig. Meine Fresse. Die haben uns ganz schön auf Trab gehalten, jetzt eben. Mann, fucking Ranger hier. Ranger Team 1, Aufgabe. Ach, zu teuer. Oh, Mann. Ich bin so am Arsch, ne? Vor allen Dingen haben die Gäste jetzt wieder hier nichts zu trinken. Ich brauche wieder... Oh, jetzt fehlt da auch noch ein Stück Weg. Oh! Es hat Strom. So. Frisst aber ganz schön viel. Einer von den beiden muss halt noch einen Kampf gewinnen, ne? Großer Fleischfresser, Geborgenheitsschwellenwert 55, Grasland. 0 bis 20, soziale Gruppe. Ah, die drehen wahrscheinlich durch, wenn es mehr als 3 sind, ne? Angriffsgene 100%. Hier steht aber nicht, wie aggressiv er ist. Dinosaurier getötet 2? Achso, ja. Anzahl an Betäubung. Und du? Die haben die Zäune nämlich nicht selber durchbrochen. Angriffsgene, Belastbarkeitsgene. Doch, der hat die Zäune durchbrochen. 2 Stück. Puh, so. Expeditionszentrum. Hier, komm, such mir, was weiß ich, für ein Fossil. Forschungszentrum. Hier gibt's nichts Neues. Warum zeigt er da ein neues Gebäude?
Hier gibt's auch nichts Neues. Warum zeigt er an neu? Kann ich überhaupt. Ich kann gerade gar nichts mehr erforschen, ne? Interessant. Welchen Charakter haben wir jetzt noch? Paul Kirby. Ah. Teil 3 lässt grüßen. Wo ist eigentlich? Da! Boah, das war eine harte Stunde. Ja, meine Freunde, und damit sind wir auch in der Endcard angekommen. Mann, war das jetzt, ja, das war ziemlich nervenaufreibend. Wie soll das werden, wenn wir erstmal einen gesunden Bestand an Raptoren haben? Beziehungsweise T-Rexen, Indominus, Spinosauriern. Das wird noch, hart. Das wird sehr hart werden. Ich werde mal schauen. Wir kommen momentan ja sehr langsam voran, eventuell, dass ich immer ein bisschen privat auch spiele, dass ich jetzt nicht jede Folge, oh, diese Folge suchen wir nur Fossilien und verkaufen ein bisschen, bauen ein bisschen, sondern dass ich auch ein bisschen offscreen mache und dann wieder, weiß ich nicht, 2, 3 Schritte weiter erst wieder aufnehme. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Folge, weil ja, die war schon, ne? Ich meine, wir haben... Wir hätten fast neu starten können, die Insel, glaube ich. Die hat fett verkackt. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.